Freunde, heute müssen wir in Blöcke gehen in Minecraft. Das heißt, wir können zum Beispiel hier diesen Sandblock aufsteigen und dann dort rein und die Items dort rausnehmen. Die geben uns dann OP-Items. Was für Items gibt's in dem Block? Custom-Items? Ey, stell dir vor, das ist so eine andere Dimension in dem Block. Oh, das wäre echt krass. Oh, da vorne ist ein Villager-Dorf. Lass uns direkt hin. Also erstmal, bevor wir einen Block aufsteigen, müssen wir natürlich erstmal was craften. Das Item. Ganz genau, wir müssen uns erstmal ein Item craften, nämlich so ein Messer, womit wir einen Block aufschneiden können. Ja, und wie geht das, Ukri? Jetzt hau endlich raus. Ich sag's dir, Leute, hier vorne seht ihr es eingeblendet. Spann mich nicht auf die Folter. Hier vorne seht ihr es eingeblendet. Wir brauchen einen Stock, wir brauchen einen smoothen Stein, also so einen glatten Stein. Und wir brauchen am Schluss... Aha. Also eigentlich ist das Ganze gar nicht mal so schwer. Wir holen uns direkt Holz und dann haben wir direkt einen Stock. Und wir brauchen halt Eisen durch den Eisengurt. Und eigentlich müsste das ganz schnell gehen, Leute. So, schaut, wir haben schon einen Stock. Was wir jetzt noch brauchen, Simlucky, ist unbedingt so, ein Schwert. So, Eisengolem, let's go. Ich mache mir jetzt ein Schwert, habe ich schon gecraftet. Bau dich hoch und dann Eisengolem. So, zack, gar kein Problem. Es tut mir leid, Eisengolem, es muss so sein. Wir bauen uns einmal hoch und jetzt, Leute, den altbekannten Trick. Wie wär's, wenn ich mal runterschubse? Ah! Hey, hey, okay! Junge, was ist daran witzig? Leute, wenn ihr so einen Freund habt, braucht ihr echt keine Feinde. Ukri ist so ehrenlos. Ja, Junge, Simlucky, du bist einfach nur schlecht. Freunde, also wir craften ganz schnell das Schwert. Wir machen uns ein bisschen Ausrüstung, ein paar Standard-Tools, hier Holz-Tools und so. Und dann, Leute, gehen wir sofort die ersten Blöcke aufschneiden. Oh ja, Ukri, und ich hoffe, du schubst mich diesmal nicht runter, okay? Sonst war's das mit mir. Ich hatte ein HP. Und boom, Eisengolem ist down. Wir haben jetzt insgesamt 3 Eisen. Das sollte eigentlich passen, Ukri. Hier, gönn dir mal. Und mach mir auch mal sofort das Item mit dazu. Leute, wir müssen jetzt nur noch 2 Stein braten. So, wir packen hier vorne Stein rein. Nimm mal ein bisschen Kohle mit, Simlucky. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, alles gut. Ich habe ganz viel Kohle. Schau mal. So, boom. Batz und zack. Es braten wieder Stein und danach müssen wir das, glaube ich, noch einmal braten. Also wir müssen jetzt 2-mal Stein braten. So, wir haben 2 Steine gebraten. Jetzt tun wir wieder noch mal rein. Und jetzt haben wir gleich glatten Stein. Und damit können wir dann unser Schwert craften. Mit glatten Stein. Das macht eigentlich auch sogar ein bisschen Sinn. Nicht unser Schwert, unser Messer sozusagen eigentlich. So, da haben wir den ersten glatten Stein. Und Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Crafting Bench. Und wir craften jetzt das Messer. Es funktioniert wirklich. Ich habe ein Messer, Bro. Lol. 5 Schaden macht das sogar. Und damit kann ich einfach Blöcke in die Hälfte teilen. Und die dann mit aufschneiden, Leute, mit einem Messer. Let's go. Simlucky, ich mach dir auch sofort eins. Hier auch ein Messer für dich. Und jetzt lass uns mal in die weite Welt gehen. Und mit dem Messer die ersten Blöcke. Was ist das? Ja, lass uns mal ein paar Blöcke aufschneiden. Ich frag mich, warum kann man mit einem Messer Blöcke aufschneiden? Wie soll das gehen? Ja, es ist ein Küchenmesser, Bro. Okay, warte mal. Ja, aber wie willst du mit dem Küchenmesser einen Stein aufschlitzen? Das geht doch gar nicht. Bro, vertrau mir, das funktioniert wirklich. Aber erstmal, warte mal, wir müssen bis nach ganz nach oben. Wir brauchen Sand. Wir waren ja eben beim Sand und ich will den Sand jetzt mal einmal aufschneiden. Komm her, Junge. Komm her, wo bist du, Sand? Da vorne ist der Sand. Freunde, lasst mal ein Abo und ein Like da, damit das jetzt klappt, Freunde. Das klappt 100%, wenn ihr alle liked und abonniert, Leute. Let's go. So, ich hole mal 2 Sand mit. 3, 2, 1, nur das ein Abo und ein Like da. Und jetzt, ey, wir testen es aus, okay? Was machst du da? Lass uns da jetzt noch einfach Dreck aufschlitzen. So, Leute, wir braten jetzt den Sand, weil ich will mal Glas bekommen. Mal schauen, was passieren wird, wenn Glas aufgeschnitten wird. Nun, wird das dann zerbrechen oder was wird dann passieren? Ich frage mich echt, Leute. Wenn du Glas aufschneidest, natürlich zerbricht das. Das geht gar nicht. Leute, okay. Wir testen es jetzt aus. Wir schneiden jetzt den ersten Block auf und gehen da rein, Leute. Bam, bam. Hä, es klappt nicht. Das klappt 100%. So, als erstes werden wir Glas aufeinander schneiden und mal schauen, was sich im Block drin befindet. Und boom. Komm ab, mach du das auch mal. Mach du das auch mal, Bro. Okay, ich probier's auch mal, Ukri, und boah. Hä? Hey, du hast so ganz normales Glas bekommen. Warte mal, ich hab auch Glas. Ich glaube, wenn man das aufschneidet, dann bekommt man manchmal nur ein ganz normales Glas, aber manchmal bekommt man hier so ein OP-Item wie das hier. Ich hab ein Glasschwert bekommen oder sowas. Was ist da bekommen, Ukri? Was ist das, Leute? Warte, ich probier's nochmal. Nee, ich krieg gar nichts. 7 Schaden. Das ist buggy. Aber das heißt, Ukri, wir können das richtig oft versuchen. Wir können das unendlich oft versuchen. Yo, ich hab's geschafft, Ukri. Warte, warte, was passiert? Sollen wir uns angreifen? Sollen wir uns angreifen, Simlucky? Glas Baseballschläger. Das ist so was ist das? Du blutest, Simlucky, du blutest. Ukri, das ist nicht unter 18, Ukri. Was ist das für Minecraft, Alter? Warum blute ich? Junge, weil Glasscherben bringen mich zum Bluten. Wir müssen rechtsklick klicken, um irgendeinen Glasblock zu schießen. Was? Junge, guck mal, wie riesig der Glasblock ist. Und das Schwein blutet einfach. Schau dir das an. Alter, das macht ja richtig viel Schaden. Den Feind, wie noch immer du anschießt, wird es dann zum Bluten bringen. Okay, richtig. Und der macht krass. Eigentlich auch voll viel Schaden, ne? Warte mal, hit mein Dings da. Mal, wir können eine große Fläche dann mit X-Ray. Alter! Das ist dann so eine X-Ray-Fläche dort. Jo, guck mal! Das ist wirklich so eine X-Ray-Fläche. Damit kann man nicht nur Leute killen. Das gibt auch einfach so einen richtig. Was macht ihr einfach Schweine-One-Shot, Alter? Das ist ja richtig stark. Warte mal, können wir damit. Mach das auch nicht One-Shot, Ukri. Jo, stimmt! Wir können wirklich hier Glas einfach runterschmeißen und alles wird zu Glas, außer das Erz, glaube ich. Schau mal. Boom. Wirklich? Zeig mal her. Yo!
Okay, lass uns das alles farmen. Ich werde damit jetzt Diamanten suchen. Let's go. Blacky, lass uns mal erstmal Eisentools machen. So, zack. Jo, das ist ja richtig OP. Freunde, wir haben jetzt ein bisschen gefahren, wir haben uns Eisentools gemacht und jetzt lass uns mal schauen, ob wir die anderen Blöcke auch einfach so zerschneiden können. Wie wär's mit Stroh? Das kann man doch eigentlich zerschneiden, oder nicht? Und mal schauen, was da drin sich befindet. Yo, hör auf, Blacky, und... Hä? Das funktioniert? Als ob man das zerschneiden kann. Alter, ja. Let's go, vielleicht kriegen wir auch ein Kasten-Item. Ja, Ugri, ich hab was bekommen, Ugri. Ich hab was bekommen, schau mal. Ich hab einfach viel mehr Glück als du. Was ist das denn? Jo, warum ist das so fett? Jo, ich hab das auch bekommen. Das ist so ein Stroh. Alter. Ein Strohstab. Was können wir damit machen? Ich weiß nicht, Ugri, aber ich teste es direkt an dir aus. Yo! Right click to shoot a hay beam that explodes into food. Ja, ich hab was für Essen bekommen, schau mal. Warte mal, damit können wir Essen machen. Aber mache ich damit dir auch Damage, Ugri? Pass mal auf. Oh, goldene Äpfel kriegt man da raus. Man kriegt richtig krass Essen da raus. Ey, aber das Krassere ist einfach, wir machen hier alles zu Weizen. Das bringt doch viel mehr. Dann haben wir unendlich viel Brot. Ja, aber nee, Junge, wir kriegen so oder so unendlich viel Essen. Guck mal hier, wir werfen das und dann kriegen wir Goldäpfel und alles. Man kriegt wirklich geilen Karotten. Damage, Ugri, mache ich dir damit Damage? Wo bist du? Ja, ich glaube, okay, also Tieren mache ich auf jeden Fall. Und boom. Bro, du hast mich umgebracht, Simlucky. Ey, das war aus Versehen, Ugri. Junge, ist das dein Ernst, Alter? Jetzt muss ich wieder dahin rennen. Es tut mir leid, Ugri. Das ist so ein Fiesling, Freunde. Ich glaube, Ugri hat die Challenge verloren. Das droppt. Ugri, das droppt Goldäpfel. Wenn wir damit jemanden Damage machen. Hab ich doch schon die tausendmal gesagt, du Dulli. Wenn wir damit jemanden killen, dann kriegen wir richtigen OP. Ich glaube, du hast gerade meinen Loot aufgesammelt. Mehr nicht. Nee, alles gut, Ugri, nie im Leben. Okay, Leute, ich hab's damit gerade One-Shot gemacht. Denkst du, das macht mehr Damage als diese Glaskugel? Das kann sogar vielleicht sein, Simlucky, weil mit dem Gleisteil habe ich dich ja nicht One-Shot gemacht. Dort? Und ich hatte ja sogar Rüstung an. Du hast mich trotzdem One-Shot gemacht. Stimmt, ey, das ist, glaube ich, voll krass. Und ey, wenn wir das in der Hand halten, dann kriegen wir Sättigung. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, weißt du was? Lass uns mal versuchen. Ey, Ugri, warte mal, ich teste mal ganz viel, wie Damage das macht. Was denkst du, was passieren wird, wenn wir einen Eisenblock einfach zerteilen? Jo, guck mal, wie viel Damage das macht. Ich habe keine Ahnung, lass uns gleich austesten. Das können wir machen, indem wir hier sein Eisen uns gönnen. Lass mal ganz viel Eisen farmen. Ich habe 5 Eisen, wir brauchen noch 4 Eisen. Dann lass mal schauen, was passiert, wenn wir den Eisenblock aufschneiden. Ich habe auch noch Eisen, Ugri, gönn dir mein Eisen. Dann können wir direkt einen Eisenblock machen. Komm, gib her. Let's go, 7 Eisen, gönn dir. Ugri, gönn dir. Let's go, Leute, wir machen einen Eisenblock und wir schneiden den jetzt auf. Mal schauen, was wir bekommen. Und boom, Eisenblock. Vielleicht kriegen wir aber noch ein Custom-OP-Item. Okay, kein Glück, kein Glück. Komm schon, kein Glück. Jetzt. Nee, kein Glück, bei mir. Du hast kein Glück, Ugri, du hast kein Glück. Ich mach. Nee, ich mach. Ey, Ugri, du hast kein Glück. Junge. Ja, ich hab was bekommen. Hä? Ugri, ey, kannst du mir das ein bisschen aufgeben? Warte mal. Right-click, du Skeff. Hä? Klick einfach mal rechts, Ugri. Mach mal rechtsklick, komm. Bam. Yo. Wenn ich rechtsklick mache, wo ich hingekriegen wie Eisen, was? Ey, no way, Bro. Aber ich brauch das Item jetzt gar nicht. Wir haben unendlich viel Eisen. Ich brauch das Item gar nicht mehr. Guck mal, was ich auch noch kann. Was? Alter. Was war das denn? Boom. Ey, schieß mich damit auf keinen Fall ab, Ugri. Alter, hast du gesehen? Ein riesiger Meteorit oder so, Junge. Alter, was war das denn? Wie krass war das denn? Jo, wir haben hier einfach Feuerschutz und sowas drauf. Haltbarkeit. Ich mach mir sofort Rüstung, Ugri. Junge, du brauchst dir keine Rüstung zu machen. Guck mal, was uns das gibt. Guck mal, Simlucky, schau mal. Wo, guck mal hier, Meteorit. Und dann bam. Und da vorne sind ganz viele Eisentools. Junge, bam. Was? Boom. Wie krass ist das denn? Was kriegt man da raus? Krasse Items, Bro. Aber die haben nicht so krass. Können wir auch einen Diamantenblock einfach scheren? Dann, ey, wenn wir das können, dann kriegen wir da doch bestimmt viel krassere Items raus. Weil hier kriegen wir nicht die heftigsten raus. Die gehen zwar klar, aber die haben nicht die krassesten Enchantments. Wie so Enchanten Level 100 oder so. Ey, aber wir haben jetzt einfach unendlich viel Eisen, Junge. Das ist so krass. Oh ja, und schau mal, was will das Skelett da vorne? Boom, fress das, Junge. Bam, bam. Warum klappt das nicht? Oh doch. Junge, ich hab das einfach so. Schau mal, hier vorne ist einfach Rüstung. Ich zieh das einfach alles an. Ich hab jetzt auch richtig viel Rüstung. Sogar ein Schwert, alles kriegt man da durch. Freunde, wir haben jetzt volle verzauberte Eisenrüstung. Es ist die Zeit, dass wir gleich ins Nether gehen. Junge, die Items sind sowas von OP. Damit hätte ich niemals gerechnet. 100%, das hätte ich auch nicht gedacht. Effizienz-Spitzhacke einfach. Junge. Wir lassen mal öfter machen, damit wir richtig viel Eisenrüstung bekommen. Und weißt du, was wir jetzt machen können, Ugri? Wir können uns einfach so runterbuddeln. Wir machen einfach die ganze Zeit den hier. Bam, damit machen wir auf und damit werden wir einfach alles frei machen. Guck mal, wie OP das ist. Das ist einfach so ein Lifehack. Damit, ey, wie krass ist das denn, Leute? Guck mal. Boom. Wir schießen da so runter. Zack. Und dann können wir das die ganze Zeit so machen. Ey, wie geil ist das? Und Ugri macht hier einfach Eisenhäuser. Was geht bei dir ab? Boah, Schärfe 5 einfach. Freunde, gebt euch das mal. Guckt mal, hier vorne ist ein ganz normales Haus. Okay, aber jetzt. Boom. Einfach ein Eisen-Villager-Dorfhaus. Hahaha.
Und das Geile ist, wir können das Ganze wieder in ein Glashaus verwandeln und in ein Strohhaus. Hä, wie nice. Leute, wir können auch viel mehr Blöcke aufschneiden, wie zum Beispiel Schleims. Schleimblöcke brauchen wir, aber dafür müssen wir erstmal Schleime finden. Und Leute, auch noch Blöcke wie zum Beispiel den Dripstone und den Blackstone, den schwarzen Stein. Und ich bin echt gespannt, was wir da für krasse Items rausbekommen werden. Aber wir können auch ein Item bekommen, womit wir direkt uns zum... Aber Leute, wir können auch ein Item aufschneiden, ganz am Schluss, womit wir uns direkt zum Enderportal teleportieren. Das heißt, wir werden damit den Enderdrachen dann besiegen. Jo, ich habe sogar einen OP-Goldapfel bekommen. Schaut euch das mal an. Wie krass. Junge, heftig. Boom, komm her, Zombies. Okay, Sebaki, als nächstes suchen wir uns einen... Lass uns in eine Höhle. Lass uns in eine Höhle. Leute, das ist so OP. Guck mal, wir haben einfach X-Ray. Wir können hier überall Diamanten finden, direkt, Leute. Das oh ist yeah, so krass. Oh yeah, boom. Du hast mich gerade abgeschossen, Sebaki. Es tut mir leid, aber schau mal, wie viele Diamanten hier sind. Das ist krass, Alter. Aber ey, Leute, wisst ihr, was wir jetzt versuchen werden? Wir werden versuchen, diesen Stein hier aufzuschneiden. Das klappt irgendwie nicht. Dieser Stein funktioniert nicht so ganz. Und wie? Das Krasse ist, ich habe einfach Glück, Ukri. Guck mal, ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt schon 8 Diamanten, obwohl ich nur 3 abgebaut habe. Aber weißt du, was ich auch... Oh, Spawner! Warte mal. Was? Ey, denkst du, den können wir auch zerteilen? Ja, den können wir zerteilen. Den können wir zerteilen. Warte mal. Alter, lass mal direkt ausprobieren. Boom! Yo! Du hast jetzt unendlich viele Spawner. Alter, warte. Ich will eine Custom-OP-Item bekommen. Was ist das denn, Ukri? Ey, ich will auch einen Spawner. Ich will auch einen Spawner. Kannst du mit ganz vielen Spawner platzieren? Warte mal, ich muss schauen, was es kann. Okay, was steht hier? Das sieht aus wie so ein... Right-click to shoot a random mob. Wir sollen Rechtsklick machen, um einen random Mob zu schießen. Das ergibt Sinn, weil das ist halt eine Spawner-Waffe und dann spawnt die auch random Mobs, ne? Okay, warte mal, ich schieß mal. Boah, was war das? Ein Zombie? Yo! Hä? Das war ein Spinne. Zombie, ja. Hey, guck mal, wie die Fliegen das aussieht. Machen wir nochmal. Zombie, boom. Superman-Punch ist einfach so. Damit können wir den Enderdrachen richtig zerstören. Leute, schaut unbedingt bis zum Schluss, damit wir auch nicht verpasst, wie wir am Schluss mit diesen Items den Enderdrachen zerstören. So, Leute, wir sind jetzt nochmal nach oben gegangen. Nämlich, wir haben hier ein Villager-Dorf und wir wollen ganz viele Smaragde traden. Wie kommen wir an vieles Markt? Wir brauchen Hühnchen. Bro, ich brauche Hühnchen. Vielleicht mit dem Fleischteil hier, Und die Smaragde brauchen wir, um einen Smaragdblock zu craften. Den können wir nämlich auch zerteilen. Daraus kriegen wir das nächste Custom-OP-Item. Ey, warte mal, Ukri, ich teste mal eine Sache. Können wir den Eisengolem zerteilen? Nee, auf keinen Fall, du. Der arme Eisengolem, lass den in Ruhe mal. Ich versuche den mal zu, der kann Blut. Das Problem ist, wir kriegen keine Hähnchenbrust. Warte, wie können wir, also guck mal, wie du Smaragde bekommst. Guck mal, wie du Smaragde bekommst. Oh ja, ich glaube, wir sollten einfach traden mit den Villagern. Karotten, durch Karotten. Hast du Karotten, Bro? Ich habe keine Karotten. Ich habe auch keine Karotten. Ey, guck mal, ob einer mit Kartoffeln tradet, weil Kartoffeln haben wir ja ganz viele oder Äpfel. Ich schau gerade vielleicht der hier vorne. Oh, der macht Kohle. Aber Kohle haben wir auch nicht. Kohle, ich habe 5 Kohle, Ukri. Kohle, Bro, brauchen wir für 1 Mark, das lohnt sich gar nicht. Da vorne ist noch einer. Okay, der könnte was traden. Der könnte irgendwas Gutes kommen. Bitte Äpfel, Freunde, und... Hier, Weizen und rote Beete. Weizen? Lass Weizen traden. Wir haben übel viel Weizen. Ja, hundertprozentig. Guck mal, wir haben unendlich viel. Hä? Ja. Ich hab direkt welches. Cool. Komm her, Alter. Warte mal, ich auch. So, du bist unser Key. Alter, ich hab direkt 2 Smaragde. So. Pass auf, ich könnte mit dem nicht unendlich viel. Pass auf, dass du dich aus Versehen tötest oder so, ne? Wäre gar nicht gut. Ja, alles gut. Mach ich auf keinen Fall, Ukri. So, zack, bam. Gib mir all deine Smaragde. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt schnell den Smaragdblock. So, Crafting Bench. Zack, zack, zack. Und jetzt. Boom! Wir haben den Smaragdblock und jetzt zerschneiden wir den, Sebaki. Mal schauen, was passiert. Bam! Oh nein, wir haben das Item nicht bekommen. Aber mit bisschen Glück haben wir vielleicht gleich das Item, Leute. Kommt schon und... Platzieren nochmal! Bam! Mein Smaragdblock! Oh, schade. Und... Hä? Leute, bitte! Und? Ich hab was bekommen, glaube ich. Yo! Ja! Was ist das denn? Smaragd-XP! Ey, drop mal. Was macht das? Das ist ein XP-Päuschen. Right. Okay, wir werfen zwar, lass uns das auf uns werfen. Yo! Okay, doch nicht, vielleicht. Was? Was ist das denn? Yo, richtig krass, aber das ist Flucht. Nee, das ist gar nicht so gute Rüstung. Schutz 4, doch, das ist krass. Trident! Digga! Okay, aber der ist gar nicht mehr so gut, Ukri, der ist gar nicht mehr so gut. Das ist kranker Loot, Junge. Und das können wir ja. Ich dachte, da kommt jetzt mal 100 alles raus. Alter, cool. Da sind. Junge, da ist mal. Hier, die Enderperlen und alles. Hey, wie oft kannst du es denn werfen? Da kommen ja auch Smaragdblöcke raus. Nee, ich brauche Junge, ich habe einfach jetzt Diamantenrüstung, ohne nichts zu machen, Alter. Das ist so OP. Warte mal, gib mir diese Feuchten auch. Ich brauche hier. Warte mal, hier. Alter, wie OP. Trident, alles haben wir hier. So, ich werfe das jetzt auch richtig auf. Ich habe mir mal 2 gegönnt. Dornen einfach habe ich jetzt bekommen. Junge, Alter. Ganz viele OP-Äpfel sind da. Leute, damit machen wir uns jetzt die krasseste Rüstung. Sollen wir mal ganz am Ende epischen Battle gegeneinander machen? Epischen Fight. Nee, epischen Battle gegen den Ender Dragon. Boah, hier sind so viele.
Alter, hier ist ein OP-Bogen. Mal schauen, was da drauf ist. Infinity-Bogen! No way! Ich brauche einen Pfeil zum Lucky. Da kann ich einfach, habe ich unendlich viele Pfeile. Das ist richtig OP. Yo. Und wir haben sogar Obsidian bekommen. Das heißt, wir können direkt ins Nether-Portal. Lass uns ins Nether-Portal als nächstes, okay? Wir wollen eh Blackstone und sowas. Lass uns ins Nether-Portal, Leute. Ich habe Obsidian. Wir kriegen hier raus Obsidian umkriegen. Wir können sofort ins Nether-Portal. Oder habe ich auch gesagt? Hä? Hast du gerade gesagt? Lol. Freunde, was ist denn das? Wir haben einfach eine Eisenfestung gefunden. Nein, Spaß, Leute. Es war einfach ich mit meiner krassen Eisenkraft. Und was machen die Blazes da vorne? Wollt ihr etwa meine Glasattacken spüren? Boom, nimm das. Leute, wir wollen ganz schnell Blazes für die Enderperlen. Und wir müssen unbedingt Blackstone finden. Wenn du irgendwo Blackstone siehst, Bro, wir können das zerschneiden. Das finden wir bei einer Bastion. Deswegen müssen wir das unbedingt dorthin. So, jetzt guck mal, ich kann die einfach damit treffen, Freunde. Wie krass ist das? Leute, wir haben nämlich gleich noch viel mehr krassen Items. Und nicht nur das, die Junge. Aber ich werfe einen Creeper, Alter. Warte, ich habe einen Creeper gerade geworfen. Alter, wie dick wird die Explosion? Krass, Alter. Boom. Da vorne ist der Blaze-Spawner. Schießen jetzt ab. Nimm das, Alter. Boom. Haho. Direkt hops genommen. Bam, Alter. Bam, 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 Junge. Und Leute, am besten hier mit meinem Bogen, der einfach Infinity drauf hat. Unendlichkeit. Zack, nimm das, Alter. Boom. Komm, nimm das, Alter. Boom. Warte mal hier. Wir haben auch noch Feuerresistenz. Esse ich mal hier so einen Goldapfel. Let's go, Leute. Jetzt habe ich Feuerresistenz. Jetzt hole ich die ganzen Blazes. Nehme die Hops, Freunde. Und dann gehen wir zum Enderportal. Aber wir wollen noch hier in dem Netherportal Blackstone. Und das öffnen wir auch gleich noch. Let's go, Leute. Freunde, wir haben eine Nether-Bastion gefunden. Und das heißt, wir können hier vorne einmal die alle wegschießen. Boom. Oh. Scheiße, habe ich die Pillions angehittet. Die sind jetzt alle sauer auf mich. Aber naja, ich egal. So lost. Lucky, wir können hier Blackstone. Wo ist Blackstone? Nix, ne? Ist hier irgendwo reines Blackstone? Siehst du was? Blackstone? Ja klar, ist hier Blackstone. Schau mal. Ich hab's zerschnitten, es geht. Yo, was? Let's go. Guck mal, hier auch. Schauen. Barb, ich zerschneide einfach alles. Hey, ich hab was bekommen. No way. Ich hab ein Blackstone-Sword bekommen. Das teste ich direkt an dir aus. Junge, bist du verrückt, Lucky? Was hat das jetzt mit dir alles gestellt? Alter, was passiert hier? Aua! Ich seh nichts mehr! Hilfe! Okri, bau dich raus! Hilfe, ich sterb! Okri, bau dich raus! Ich sterb, Bro! Hey, hilf mir! Ey, bist du lost? Bau dich einfach raus! Wie soll ich mich raus? Alter! Der ist so schlecht, Okri. Hast du das gemacht? Rausbauen mit der Spitzhacke. Ja, ich glaub schon. Junge, Alter, ich schieß dich ab, Freunde. Ey, guck mal, das ist... Warte mal. In unserem Inventar halten, um Feuerresistenz zu... Boah, wir haben Feuerresistenz für immer. Und wir können damit einen Gegner hitten. Und dann kommt später so ein fetter Blackstone auf seinen Kopf. Ey, hast du das gemacht krass. Oder war es bei mir? Ja, okay, ich habe dich damit einmal gehittet. Es tut mir doch leid. Junge, das bist du... Ey, diesen Blackstone kriegst du noch zurück. Nimm das, Junge! Boom! Hey, nein! Guck mal, aber ich bin wenigstens so... Oh, Junge. Aber ich bin wenigstens so klug, ne? Und baue mich hier sofort raus. Nicht so wie du. Das er noch nicht hinbekommen hat. Wir können theoretisch damit einfach sofort die ganzen Cubes beim Ender dran zerstören, wenn wir das einfach auf diese ganzen Tore da feuern. Ich würde sagen, Leute, wir holen uns jetzt ein bisschen Obsidian und dann gehen wir zurück und gehen zum Enderportal. Und am besten, wir finden halt noch ein paar Sachen, die wir gebrauchen könnten, nämlich Dripstone. Das können wir auch zerschneiden. Freunde, wir sind aus dem Nether, wir haben eine Festung. Freunde, wir sind aus dem Nether und wir haben die ganze Zeit Dripstone gesucht und jetzt haben wir es auch. Junge, ist das dein Ernst? Let's go, Ukri hat Dripstone gefunden. Ich habe als erstes Dripstone gefunden, haha. Bro, er macht einfach mit mir keine Ahnung was, sperrt mich in irgendeine Box ein, Alter, das ist gar nicht nett. Spaß, Ukri, ich habe jetzt das ganze Dripstone. Ey, warte mal, das hier unten ist auch Dripstone. Ich probiere es mal aus. Es hat geklappt, Ukri! Es hat, ich habe es First Try bekommen. Warte mal, was kriege ich daraus? Was ist das für ein Ding? Dripstone Launcher? Ukri, ich weiß, was das kann. Das schießt hundertprozentig solche ganz vielen Spitzen von diesem Dripstone. Hundertprozentig. Ukri, sollen wir es mal austesten? Alter, wir, aber test es nicht an mir aus, ne? An diesem Creeper. Yo, wie geil ist das denn? Ey! Ich hab die einfach komplett zerstört, ne? Das hat die krasseste Range. Die krasseste Reichweite. Yo, ich hab's auch gefunden, so Blacky. Ich probier's jetzt an dir aus. Komm her, da vorne ist ein Zombie. Wir machen einen Fight, Ukri. Ich probier's auch an dir aus. Boom! Alter, ich hab mich selber angeschossen. Ey, hör auf, hier, mein halbes Herz, Junge, bist verrückt. Okay, Alter. Ich schieß nicht mehr. Digga, was ist los mit dir, Junge? Er will mich töten, Bro. Guck mal, ich gönn dir X-Ray. Hier, guck mal, ich gönn dir das Skelett, Alter. Hey! Ey, das explodiert, das war richtig fett damit. Pass mal auf. Hey, pass mal auf hier. Dripstone, Attacke. Haha. Junge, er fliegt einfach Spinnen auf. Ah! Leute! Blaze auf seinen Kopf, Flugzeug. Alter! Was ist ein Flugzeug, Junge? Hör mal auf damit. Bam! Alter, fress das. Au, du weißt, was du jetzt kannst. Digga, hier Eisenmeteorit auf den Kopf, Junge. Chill, Bro. Ja, leg dich lieber nicht mit mir an. Leute, wir haben es gefunden. Wir haben es. Let's go. Let's go. Freunde, gebt euch das mal. Guck mal, wie weit wir uns hier runtergegraben haben mit der Taktik. Junge, ist das krass. So, Leute, wir machen die letzte Erinnerung rein. Und Rainer, so lange wir sind drin. Okay. Boom, zack. Was schießt du mich ab, Junge?
Ey, wir können das einfach zu. Sogar Obsidian können wir verwandeln. Ich teleportiere mich direkt. Lass mal schauen, ob wir ihn abschießen können. Den Enderdrachen. Und ich bin da. Oh yeah. Enderdrachen, wo bist du? Komm her, Alter. Boom, ich schieße ab. Ich schieße ab. Treffe ich. Gar keine Chance gegen uns. Oh, ich habe getroffen. No way. Ich habe wirklich getroffen. Was? Ja, Mann. Okay, komm, ey, lass die ganze Kristalle weg. Alle Cubes erstmal, okay? Ey, guck mal, wie easy du das zerstören kannst. Alter, mit meiner Kanone kann ich das alles wegschießen. Boom. Nein, ist viel einfacher mit Stroh. Okay, guck mal, mit Stroh. Guck mal, mit Stroh, wie easy das geht. Bam. Und. Boom. Let's go. Weil es verwandelt auch sich direkt. Da muss man gar nicht hinschießen. Du hast die alle gar nicht zerstört. Das ist dir schon klar, oder? Natürlich zerstöre ich die alle, Ukri. Bist du blind? Aber da oben ist doch einer übrig. Boom. Nathan zerstört. Ja, okay. Aber jetzt zerstöre ich den. Bam. Easy. Zerstört, Ukri. Du musst dich nicht mehr hochbauen. Guck mal, der baut sich einfach hoch. Der denkt, da ist noch der Cube. Leute, Junge, was für zerstört? Seblaki hat er doch immer nicht zerstört, Junge. Seblaki, du zerstörst die ganzen Cubes gar nicht. Na klar, hab ich den zerstört, Ukri, du lügst einfach. Ah, Junge, bist du verrückt, du hast mich fast getötet, Alter. So, jetzt ist der aber zerstört. Guck mal, ich ist alles zerstört, ich hab alles geregelt. Attackieren, erinnert daran, Seblaki. Komm, attackieren. Let's go, boom. Das ist unsere Chance. Er blutet, der Enderdrachen blutet, Bro, er blutet. Junge, ich werde ihn jetzt mit meinem Black Sword attackieren. Bam. Er ist so tot, der Enderdrachen. Jo! Pass auf, Seblaki, ey, wir können leider den Effekt nicht auf den machen, dass der in Blöcken feststeckt. Aber wir können ihn zum Bluten bringen, Bro. Können ihn zum Bluten bringen und bam! Boom, Alter! Attackier den! Attackier mit ihm mit deiner Eisenattacke auch, die ist bestimmt. Alter, machen wir dick Schaden, Seblaki, das ist crazy. Boah, komm, Leute, wir werden gleich abschießen mit diesen ganzen Geschützen. Boom, kommt her, Mann! Bam! Versuche mit dem Strohball, ist, glaube ich, am besten, weil der ist am nähersten dran. Guck so, zack, bam! Boah, der macht so dick Schaden! Boom, Alter! Boom! Ey, Ukri! Junge. Entspann dich mal, Junge! Du killst ihn schon! Alter, ich kill ihn, ich will ihn killen, Alter! Ist mir doch egal! Boom! Bam, Junge. Ich mach hier diese Dripstone-Attacke! Boom! Zack! Bam! Leute, es geht zu weit! Boom, Junge! Guck mal, wenn diese Eisenattacke ihn trifft! Alter! Das war's mit dem, das war's mit dem! Ukri, das war's mit dem! Alter. Boom, ich hab ihn zerstört, Ukri! Boom, Junge! Wir haben ihn zerstört! Wir haben ihn zerstört! Leute, damit haben wir Michael durchgespielt! Und jetzt zerstören wir so einen Lucky, den Pups, Alter! Mich willst du zerstören, Junge? Ja, Ukri, der träumt. Der träumt, Ukri. Guck mal, wie der träumt. Bam. Zack. Easy. Boom. Warte. Noch ein Hit. Ich bin Ukri. Nein, du, Seblaki, du bist nicht Ukri. Du bist Seblaki. Hä? Okay, Intro nochmal von neu, Ukri. Alles gut. Okay, Freunde. Ich bin Ukri. Ich bin Seblaki. Und zusammen sind wir Seblaki. Let's go, Freunde. Seblaki, warte mal, was machen wir heute? Ich weiß gar nicht. Lass uns einfach Minecraft durchspielen, Ukri. Okay, Freunde. Also, es bleibt eine Überraschung. Ich weiß echt nicht, was wir heute für eine Challenge machen. Anscheinend gibt es keine Challenge, oder nicht, Seblaki? Doch, es gibt immer eine Challenge, Ukri. Wir müssen uns noch überraschen lassen. Okay, ich würde sagen, dann fahr mich direkt Holz. Mach mir eine Crafting Bench. So, zack, zack, zack. Let's go. Und wir platzieren die. Und wir werden... Seblaki? Ukri, was hast du da gemacht? Ist ein Bug, Ukri, keine Sorge. Wie, das ist ein Bug? Warte mal, ich baue die wieder ab. Alter, was soll das denn? Kann ich die überhaupt benutzen? Ja, ich kann die benutzen, perfekt. Ja, okay, dann benutzen wir die einfach. So. Krass, das ist bitte sehr. Okay, wir brauchen eine Holzspitzhacke. So, perfekt. Okay, und Anfangsloot ist auf jeden Fall schon mal ready. Ich baue die wieder ab. So, okay, und... Was? Ukri! Ich hab 24 Werkbänke. Ich hab auch nochmal 3 Stück. Warte mal, Ukri. Kann es sein, dass wir die neue Challenge für heute herausgefunden haben? Oh, ja. Ich glaube, wir spielen Minecraft, aber Blöcke sind super, super groß. Ukri, ich hab eine Idee. Schau mal, wenn Blöcke ultra groß sind, warum fahren wir dann Bäume? Schau mal, da könnten wir einfach einen Holzblock platzieren und den jetzt abbauen. Und pass auf. Wow! Alter, wir haben so viel Holz. Okay, die Challenge ist echt OP. Oh ja, damit werden wir easy Minecraft durchspielen. Stell dir vor, wir machen einen Diamantenblock, Alter. Und jeder Block ist heute groß, Freunde, in Minecraft. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben schon mal genug Holz. Und jetzt geht es an die Sache. Oh, der Eisengolem ist einfach schon... der hat nicht mehr viel Leben, der Arme. Ja, Ukri, das ist eine perfekte Chance, ihn zu killen. Ukri, wir kriegen ihn. Weißt du, wie wir ihn kriegen können? So, Blacky, ganz ruhig. Warte. Schau mal, wir können uns einfach hochbauen. Und zack. Jetzt kriegt er uns nicht mehr. Let's go. Pass mal auf. Vielleicht kriegt er uns doch. Warte mal. Nein, Ukri, der kriegt uns nicht. Meinst du, sind das 3 Blöcke? Ja, schau mal, Alter. Unsere Blöcke sind einfach riesig. Der kommt hier nicht mal dran. Oh, wie krass das denn bitte? Und er hat Eisen gedroppt. Warte mal, wir müssen uns unbedingt einen Eisenblock machen und den dann abbauen. Du hast recht, Ukri, aber davor brauche ich was zu essen. Also lass uns essen vom Kühe, kommt her. Okay, wir gehen gleich sofort in eine Höhle. Ist der Blacky abgemacht? Aber davor fahren wir Essen und noch Stein. Stimmt, wir brauchen Stein. Aber an Stein kommen wir auch ganz einfach. Schau,
So, zack, zack, zack. Und platzieren. Stimmt, okay, auch ganz vergessen, Alter. Wo bist du? Hast du es abgebaut? Wow, 27 Stück sind das immer. Bau noch einen hin und... abbauen! Let's go! Ey, damit können wir einfach richtig easy Blöcke multiplizieren, Ukri. Aber ich kann mir vorstellen, das wird auf jeden Fall richtig schwer später, wenn wir so die ganze Zeit so Riesenblöcke haben, oder nicht? Hm, du hast recht. Ey, ich habe eine Schmiede gefunden. Was ist denn der Kind? Oh, richtig! Ukri, Jackpot, Jackpot, du weißt gar nicht. Was? Okay, erzähl's, Ukri, Lucky. Schau mal, ich platziere jetzt die Crafting Bench, obwohl du hast schon eine platziert. Die ist richtig riesig. Und schau, was mir jetzt craft. Ich sag's dir noch nicht. Weißt du was? Spaß, ich habe gar nichts gecraftet. Wie? Warte mal. Da war nur Dreck drin. Nein, da war wirklich in der Kiste nur Dreck drin. Dein Ernst im Lucky Cup schon verratet. Ey, du musst mir was abgeben. Was hast du bekommen? Okay, ich sag doch, ich habe gar nichts bekommen. Wo ist der, Leute? Ach, da vorne ist der. Der hat sich einfach... Ja. Warte mal, hast du dir schon Eisenrüstung gemacht? Ja, die habe ich doch gefunden, aber ich habe nicht mehr gefunden. Und Mann. Schnell und abbauen. Oh, Eisenblöcke! Oh, Mann, Alter, Ukri! Wir haben jetzt... Oh, wir haben unendlich viel Eisen. Was? Ukri, hast du... Oh nein, du hast es gemerkt. Ich habe auch Eisen. So, und ich baue das ab. Und jetzt bekomme ich noch mehr. Ja, let's go! Junge, Ukri, wir können sofort Full Eisenrüstung machen. Jetzt können wir daraus Eisen machen. So, zack. Alter, ging das schnell, Leute. So, wir platzieren unsere Riesen-Crafting-Badge und wir machen uns Eisenrüstung. Okay, ich glaube, das ist der perfekte Start, Junge, wenn wir einmal einen Diamantenblock kriegen. Ey, Ukri, das wäre so OP. Sim Lucky, weißt du, was wir für einen Block brauchen, damit wir nicht mehr hungern müssen? Einen Weizenblock. Ein Weizenblock? Oh, stimmt. Ey, wir sind passend dazu in einem Villager-Dorf, Ukri. Hier gibt's immer Weizenblöcke. Oh, hier gibt es keine. Ich hab einen gefunden, Ukri. Let's go, Alter, wie OP. Wir haben jetzt genug Essen, gute Ausrüstung. Was brauchen wir noch, Sim Lucky? gar nichts mehr. Schau uns an, wir können uns einfach richtig hochbauen. Warte mal. Ey, schau mal wie. Ich bin in ein paar Sekunden einfach so hoch. Was? Ey, das ist voll nützlich für das End-Ukri. Oh, stimmt. Damit wir die Kristalle am Schluss zerstören können. Alter, ich baue mich hier gerade. Warte mal, wie komme ich wieder runter? Sim Lucky? Freunde, denkt ihr, ich kann dort runterspringen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir hier zutrauen soll. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn ihr jetzt alle ein Like da lässt und ein Abo innerhalb der nächsten 3 Sekunden, Freunde, dann traue ich mich dort runter zu springen. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, du schaffst es nicht. Was? Ich schaff das nicht? Okay, Freunde, 3, 2, 1 und fast so viel Likes und Abos. Okay, Freunde, ich traue mich das und... ich schaffe es! Ukri, pass auf! Oh, Alter, das war so knapp, Junge. Wow, du hast es geschafft. Und Ukri, nebenbei, eine Sache muss ich dir sagen. Warum ist der Weizenblock so klein? Das klappt einfach nicht. Ey, Mann, Ukri, ich glaube, das wäre zu OP. Deswegen habe ich es extra so gemacht. Oh, Mann, wie schade. Oh, ja, richtig schade. Egal, ich gebe dir mal einen Weizenblock. Ich habe schon ganz viel Brot gegessen. Und wir haben auf jeden Fall schon mal genügend Nahrung. Okay, so, ich baue mir auch noch ein bisschen Brot. Perfekt. Oh, schau mal, hier vorne ist sogar Lava. Lucky, warte mal, ich nehme mal den Kohlblock mit. Ich meine, ich könnte wieder einen Kohlblock craften, oder nicht? Denkst du, es klappt? Natürlich klappt das. Ey, Ukri, das ist voll stark. Dann können wir einfach unendlich viel schmelzen im Ofen. Oh ja, aber was müssen wir eigentlich im Ofen schmelzen? Eigentlich gar nicht so viel, oder? Nur Essen eigentlich. Wow, zack, Alter, schon mal einen riesen Kohlblock. Und abbauen. Wow. Okay, ich mache mir noch ganz schnell Eisen-Equipment. Nämlich ganz kurz eine Spitzhacke und eine... Axt! Und jetzt, da vorne ist Lava, lass uns jetzt mal ein Enderportal, Netherportal machen. Okay, lass uns das machen. Warte mal. Oh, Diamanten! Was? Ey, shit! Okay, ey, guck, wie viele das sind. Wir müssen einen Diamantenblock machen. Oh Mann, warte mal. So, zack, Diamanten abbauen. Oh, es sind 2 Stück, oder? 2? Ja. Schade, nur 2. Alter, das, wie sollen wir eigentlich ein Nether machen, Sim Lucky? Hä? Warte mal. Hä? Wie soll das klappen? Ich weiß nicht, warte mal. Ich platziere mal das Wasser hier vorne und. Ey, wie groß ist das? Oh nein, das Wasser ist genauso verpackt wie die Blöcke. Oh nein, Ukri, das heißt, wir müssen ein riesen Netherportal bauen. Stimmt, wie soll das funktionieren? Ey, farm du erstmal Kies, damit wir ein Feuerzeug machen können. Und Sim Lucky, ich schau mal nach, damit wir mehr Diamanten farmen, damit wir uns auch Obsidian abbauen können. Weil irgendwie können wir so sonst nicht an Obsidian kommen, Sim Lucky. Oh, stimmt, du hast recht. Wir könnten das mit einem Lava-Eimer und einem Lava... und mit dem Wassereimer machen das Netherportal, Ukri. Wir brauchen keinen Diamanten. Nein, können wir nicht, weil das Wasser genauso riesig ist. Wie soll das funktionieren, Sim Lucky? Stimmt. Oh ja, du hast recht. Nein, Ukri, ey. Warte mal, was? Hast du Diamanten?
Ich habe nicht Diamanten, ich habe noch was viel Besseres bekommen. Du wirst mir nicht glauben. Was hast du bekommen, Simlack? Alter, ich habe einen OP-Apfel bekommen. Ein OP-Apfel? Oh ja, ganz genau. Aber warte mal, mit der Challenge könnten wir uns sowieso schnell einen OP-Apfel craften. Aber ich habe einfach einen aus so. Du kannst keinen OP-Apfel craften, Simlucky. Wieso nicht? Das geht gar nicht mehr. Das geht ja gar nicht mehr. Das ging früher, oh, ganz vergessen. Das ging vielleicht vor 5 Jahren oder so, aber jetzt ich mal in der neuen Version. Ey, du weißt doch ganz genau, ich bin OG, Alter. Ey, aber ich habe das einfach hier bei so einer Kiste gefunden. Ja, das ist richtig krass, Alter. Du hast richtig Glück. Aber weißt du was, Simlucky? Ich hole mir jetzt Gold, damit wir Goldblöcke machen können. Und dann können wir uns Goldäpfel machen. Oh ja, let's go. Oh Mann, Simlucky, hast du endlich mal... Ich habe Diamanten gefunden. Was? Als wäre... bei mir ist nur ein... Oh, ich habe auch Diamanten. Wow, let's go, Alter. Wir hatten voll Glück gerade. Ich habe 6... ich habe 5 Stück, Simlucky. Was? 5 Stück sogar? Okay, ich habe... 4 Stück, aber vielleicht ist das noch mehr. Das sind insgesamt 9, das sind insgesamt 9. Das heißt, wir könnten uns jetzt einen Diamantenblock machen. Was? Ey, Alter, Okri, das müssen wir sofort machen. Das müssen wir sofort machen. Wir haben unendlich viele Diamanten. Simlucky! Let's go! Ich droppe dir die Diamanten hier. Perfekt. Und jetzt machen wir uns einen Diamantenblock. Warte mal, hier ein Schild sogar für dich. Mhm. Danke, Okri. Ich schmeiß mal unnötige Sachen weg. Oh, Alter, schau mal, die Crafting Bench passt hier gar nicht rein. So, und jetzt können wir einen Diamantenblock machen. Let's go! Simlucky, bist du ready? Go! Wir werden jetzt sowas richtig reich. Warte mal, wir müssen ein bisschen Platz machen, weil hier ist überhaupt kein Platz für die Diamantenblöcke. Hm, okay, platziere den Diamantenblock, Okri. Ah! Wow! Ja, okay, jetzt abbauen. Abbauen! Let's go! Wow! Okay, okay. Und dasselbe Spiel von vorn. Okay. Let's go! Dasselbe Spiel von vorn, Leute. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt komplette Diamantenrüstung. Alter, das ist so OP, ne? Das ist komplett krass, Okri, Alter. So werden wir Minecraft so easy durchspielen, das weißt du ganz genau. Oh ja, wir haben sogar schon Diamantenrüstung, Freunde. Da müssen wir nur noch ins Setup Palon besiegen und dann schaffen wir das. Oh ja, aber der Enderdrache wird auch noch schwierig. Den darfst du nicht unterschätzen, Okri. Okay, Simlucky, lass uns hier vorne Obsidian abbauen. Und dann werden wir mit dem Obsidian nach oben gehen, weil ich glaube, hier ist nicht genug Platz für ein Nether-Portal. Okay, lass uns das machen. Okay, Simlucky, bist du ready? Oh ja, ich habe 10 Obsidian, Okri. Wir müssen jetzt irgendwie ein riesiges Nether-Portal bauen. Okay, ich fange mal an. Was machst du, Simlucky? Ja, es sieht doch gut aus, Okri. Jetzt hier noch ein, zack. Ich mag mich immer rein und hier noch ein. Okay, warte mal, wie viele Blöcke sind das? 1, 2, 3... 4 ist das nicht ein bisschen zu viele? Nein, Okri, das passt perfekt. Aber wir hätten ja auch Stein platzieren können, anstatt Obsidian. Okay, Simlucky, lass uns hier weitermachen. So, zack. Okay. Der ist ein bisschen ungerade. Mann, du hast ungerade platziert. Was hast du gemacht? Vielleicht funktioniert das ja trotzdem. Nein, ich baue einen Obsidianblock lieber ab. Du musst immer in der Mitte platzieren. Der ist auch ungerade. Oh nein. Und jetzt senden wir das Netherportal an Okri und bist du gespannt? Alter, das wird gleich richtig dick. Ich weiß nicht, funktioniert das überhaupt? Probier's mal aus, Simlucky. Und let's go. Ein Riesen-Netherportal, ein Riesen-Netherportal, let's go. Oh ja, schaut mal, wie groß das ist. Okay, Okri, sowas habe ich noch nie gesehen. Lass es reingehen. Warte mal, ich hole mir noch Goldblöcke. Goldblöcke? Okay, Okri, ich gehe schon mal rein. Okay, Leute, wir haben genug Gold. Und falls wir Goldrüstung bauen, dann machen wir die. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Nether. Wow, ins Riesen-Nether. Also, mach ich mit. Go, ich komm mit. Ich bin jetzt auch gleich im Nether. Ey, das Nether-Portal hier vorne ist ganz normal. Wirklich, das ist wirklich normal. Ey, Okri, es ist Bug. Okay, ich würde sagen, wir suchen direkt eine Nether-Festung, oder nicht? Oh ja, tun wir, Okri. Und hier sind ganz viele Magma-Blöcke. Wo bist du? Du baust hier einfach mit Diamanten. Ich mach fast Bridget. Was? Als wenn? Oh, krass, wie krass. Okay, Freunde, warte mal. Können wir hier richtig schnell bilden? Und wow. Okay, warte mal, ich probiere mal Goldbridge. Und zack, let's go. Okri, was machst du da? Ey, pass auf, wenn du hier runterfällst. Okri, mach dich fest, ich steck fest. Hilfe. Simlucky, rette mich. Was machst du? Ich bau dich ab, alles gut. Komm schon. Okay, ich bin befreit. Perfekt, Alter. Danke, Simlucky. Wir müssen echt aufpassen, was die Blöcke angeht. Okri, lass uns eine Netherfestung finden. Okay, wir haben hier alles irgendwie voll komisch zu aufgehört. Junge, was ist Simlucky, pass doch auf, Alter. Du sagst, alles gut, auf, ich hab sowas. Ich hab mich geblocksaved. Ich wusste, dass ich das kann. Simlucky, ich wurde abgeschossen. Und ich stecke Block fest, Alter. Okay, das war echt knapp. Oh, okay, Mann. Okay, da sind ganz viele Blazes. Bau dich lieber nicht mit Obsidian-Blocks. Okay, warte mal. Ich baue mich hier mit Holzblöcken. Und zack, let's go. Okay, ich muss echt aufpassen, mich an River attackiert. Ey, wir müssen irgendwie hier überleben. Okay, ich versuche gerade in die Nether-Festung reinzukommen, damit ich die ganzen Blazes erledigen kann. Für die Enderaugen, die wir brauchen. Und drauf da. Oh nein. Ich brenne. Muss aufpassen.
Okay, essen, essen, essen. Alles gut. Okri, das sind zu viele. Ah, Junge, hier sind so viele Blazes, Okri. Das sind zu viele. Renn da lieber weg. Nee, alles gut. Ich werde schon nicht geschlagen. So, warte mal. Ich muss die irgendwie kriegen, Alter. Sicher? Ich krieg die ganzen Blazes. Alle, die sind richtig. Warte mal, ich glaube, ich krieg die jetzt alle. Okay, das war knapp. Oh, nein, ich brenne schon wieder. Okay, das ist echt schwer, Freunde. Aber ich schaff das. Vertraut mir. Let's go. Ich habe schon zwei Blaze Rods, Okri. Oh, let's go. Okay, warte mal. Ich versuche die dort vorne zu kriegen. Aber die rennt die ganze Zeit weg. Das nervt richtig krass. Hinten. Okri, hier sind Blazes. Komm schon. Wir kriegen die. Wir haben, glaube ich, schon genügend. Ja, das sind die letzten. Zack. Perfekt. Ich habe 7 Stück jetzt im Lucky. Hm, ich habe sogar 8 Stück. Oh, das reicht auf jeden Fall. Okay, wir brauchen jetzt nur noch Enderaugen. Also Enderperlen. Oh ja, du hast recht, Alter. Wir schaffen das sowas von. Sam Lucky, schau mal dort oben. Ist ein Enderman. Den kriege ich. Und zack, hoch da. Let's go. Hä? Wow. Wie schnell bist du, Okri? Boah, ich bin schon hier. Warte mal, ich hole mir den ganz oben. So, zack, hoch und... Oh, ich bin schon bei ihm, Simlucky. Hä, ich komm auch. Zack, let's go. Okri, ich steck fest. Wie, du steckst fest? Ich hole mir den. Zack, komm her, Mann. Der hat keine Chance. Let's go. Wir let's kriegen go. Die alle. Wir brauchen eine Perlen. Let's go. Egal, das voll ist noch aber einer. Aber hier sind bestimmt mehr. Was? Ehrlich? Ey, ich glaube, hier sind richtig viele, Okri. Ja, hier sind echt viele. So, und warte mal. Erster Hit mit der Axt. So, und... Zack, let's go. Komm her, Enderman. Hä? Trau dich doch. Und zack. Oh, ne. Warte. Und zack. Hey, wo rennst du hin? Zack, let's go. Okay, ich habe 11 Stück. Das heißt, wir haben insgesamt 12. Das müsste eigentlich reichen, aber das ist ein bisschen risikohaft, Simlucky. Ja, das ist es. Also, erledige noch ein paar. Ich sehe sogar noch einen, aber den kann ich nicht attackieren. Ich habe ein halbes Herz, okay. Es wird ganz, ganz schwierig für mich. Ich würde sagen, lass uns lieber einfach wieder rausgehen. 12 Stück müssten reichen. Okay, so machen wir das schnell hier weg. So, ich habe 10 Fleisch und das können wir jetzt braten. Perfekt. Und ich mache mir sofort zum Lucky meine Enderaugen. Deine Enderaugen? Nebenbei, okay, warte mal, ich baue mich mal zu dir. Wie viel Gold hast du? Ich habe genug Gold. Genug? Lass uns Goldblöcke machen. Ich habe genug Gold. Ich habe da schon Goldblöcke gemacht zum Lucky. Hä, was? Ey, dann gib mal her, Okri. Weißt du, was ich habe? Hast du Äpfel? Ja, 2 Stück. Einen habe ich gegessen, weil ich Hunger hatte. Oh, Freunde, warte mal. Wir farmen ganz schnell Äpfel, denn dann können wir Gold machen. Ja, gib mir trotzdem das Gold. Gib mir das Gold jetzt, Okri. Gib mir das Gold. Okay, hier kriegst du Gold. Okay, perfekt. Jetzt kann ich mir einfach Goldäpfel machen. Jetzt muss ich nie wieder mal hungern. So, Freunde, ich würde sagen, ich nehme das Fleisch hier noch mit. Schnell. Und dann zum Lucky, lass uns ins Enderportal. In welche Richtung geht es? Oh, wo ist es hin? Zum Lucky. Ah, da lang, oder? Wo? Okay, ja, perfekt. Okri, hier ein Goldapfel für dich und einen für mich. Perfekt, danke zum Lucky. So. Wo ist der das Enderauge hin? Oh nein, ich hab's verloren, zum Lucky. Was? Okri, das ist gar nicht gut. Okay, warte mal, ich werfe mal nochmal eins und... Ach so, in die Richtung. Okay, warte mal, ich finde das gleich wieder. Okay, ich glaube, das Enderportal müsste irgendwo hier unten sein. Ja, das kann sein. Warte mal und... Ja, perfekt, ist hier unten. Lol, okay, lass uns sofort runterbauen, Okri. Oh ja, let's go, Freunde. Oh, Simlucky, warte mal. Ich glaube, ich bin gut dabei. Ey, die Skelettnuss-Zombie attackiert mich. Hey, du hast gefunden. Wow, wie krass. Ey, warum? Ich habe die freigelassen. Die wollen mich jetzt killen. Ey, wie unfair. Ist doch egal. Komm, wir gehen jetzt ins Enderportal. Okay, wie viele Enderperlen haben wir hier? 2 Stück. Warte mal, Okri, wie viele hast du? Ich habe 8 Stück, Simlucky. 8 Stück? Warte mal. Ich habe auch 2 Stück. Okri, komm, hier, nimm die eine. Und die andere muss ich noch craften. Okay, perfekt. Warte mal, reicht das überhaupt? Okay, 1, 2, natürlich drei, reicht das. Vier, ich glaube, wir haben insgesamt 12 Stück, oder? 6, 7, 8, 9. Hä, das reicht schon. Das reicht perfekt. Okay, wir haben es geschafft, Alter. Okay, Simlucky, ich würde sagen, lass uns dort rein. Du gehst als erstes, let's go. Nein, komm, ich du gehst als erstes. Nein, du gehst als erstes. Ey, okay, komm her, Mann. Nein. Ich komme nicht rein. Du gehst. Okay, ich gehe als erstes. Let's go. Bam. Oh. Okay, Simlucky, wir sind im Enderportal. Und jetzt würde ich sagen, let's go, wir können jetzt okay, Enderman besiegen. Schau die Endermans auf keinen Fall an, sonst werden die aggressiv. Ah, er ist aggressiv geworden. Okay, aufpassen. So, schmeiß ihn nicht runter. Ey, der kann sich hierhin teleportieren. Ah, da ist er schon wieder. Warum okay, schaust du ihn noch an? Enderperle. Weißt du was, ich teleportiere mich einfach rüber. Zack, halt, bin schneller als du. Simlucky, weißt du was, ich bin gleich oben. Und ich zerstöre die ganzen Kristalle vor dir. Oh, stimmt, wir brauchen gar keinen Bogen. Und wo ist der? Da ist der Enderdrache. Okay, wir müssen schnell nach oben bauen. Oh, ja, ich bin doch schon oben. Okay, das heißt, ich tippe mich jetzt hin und zerstöre den ersten Cube. Let's go. Okay, Simlucky, ich hole den letzten und... Alter, okay, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Alter, wenn man das sieht. Wow, war das knapp. Ich habe mich auch gesaved mit der Enderperle. Hast du es bekommen? Ja, ich habe das letzte Stück bekommen. Jetzt lass uns den Enderdrachen besiegen endlich. Oh ja, das machen wir. Okay, du hast ja ganz viele Betten. Weißt du was, der ist in der Mitte. Ich platziere sofort ein Bett. Und komm schon, let's go. Oh nein, okay.
Ich glaube, die Betten sind auch richtig groß. Nein, niemals, oder? Ich glaube, ich habe eins platziert. Die sind nicht super groß. Wir müssen halt warten, bis der Ender da unten ist im Lucky. Oh ja, da hast du recht. Aber wir müssen auch das Bett perfekt platzieren. Das ist voll schwierig mit den Diamantenblöcken, weil die so groß sind. Okay, Sim Lucky, wir müssen irgendwie den Ender da besiegen. Aber wir haben keinen Fallbogen. Ich würde sagen, wir platzieren hier einfach ganz viele Betten und... warte mal. Okay, schmeiß in die Luft. Ich kann nicht. Der boost mich die ganze Zeit weg. Okay, ich hab ne Idee. Ich kill jetzt alle Endermans, damit ich Enderperlen krieg. Sonst gehe ich drauf, wenn er mich nach oben boostet. Oh ja, ich habe auch zwei Enderperlen gerade von den Endermans bekommen. Okay, Freunde, wir platzieren hier die Betten. Und gleich kann der Wasser leben, der Enderdrache. Oh, der hat schon richtig viel Schaden bekommen. Was? Ehrlich? Okay, lass uns ihn gleich kriegen. Okay, Freunde, wir müssen nur warten, bis er runterkommt. Oh ja, ich habe schon einmal ein Bett platziert. Komm, ich krieg einen Enderman auch noch. Jetzt habe ich drei Enderperlen. Wenn er mich einmal nach oben boostet, dann kann ich mich saven. Let's go, nächster Enderman. Zack, meine Enderperle. Oh Mann, sie merkt, er kommt runter. Okay, wir können die Betten in die Luft sprengen. Okay, aufgepasst, aufgepasst und... Und? Er hat geflogen. Was gemacht? Oh nein. Ja, aber er hat Damage bekommen, er hat Damage bekommen. Let's go. Ah, der Ender ist in der Mitte, Sim Lucky. Let's... Was? Spring! Was machst du? Enderperle. Ich hab's geschafft. Hat der Schaden bekommen? Das war knapp, okay. Hey, Sim Lucky, wir müssen weiter drauf da. Oh ja, komm schon. Wow. Ich hab überlebt. Okay, sehr gut. Shots. Okay, ich mach richtig viel Damage im Enderdrachenkopf schon. Okay, ich glaube, wir kriegen den gleich. Ich mach so viel Damage. Oh nein, der schubst uns weg. Okay, warte mal, ich hol mir wieder eine Enderperle, bevor ich da drauf gehe. Ich dein komisches lila Zeug, Junge. Komm her. Warte mal, ich stell mich wieder hin und ich mach ihm Damage, okay. Okay, ich hol eine Enderperle. Komm schon. Zack. Okay, er ist wieder weg. Okay, aber ich habe mir richtig viel Damage gemacht. Ich glaube, gleich können wir ihn kriegen. Oh, der ist so low, was? Ey, Sim Lucky, soll ich ausprobieren, mich mit einer Enderperle auf seinen Kopf zu teleportieren und ihn dann zu zerstören? Nein, okay, das machst du nicht, weil du hast nichts zum Saven dabei. Warte mal, ich hole mir einfach eine zweite Enderperle. Zack, zack. Was? Oh, okay, ich will's nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich habe hier ein Bett platziert und wenn der noch einmal in die Mitte kommt, dann kann er sein blaues Wunder erleben. Komm schon her, unser Drache! Oh ja, er hat keine Chance gegen uns, Sim Lucky! Oh ja, komm schon her, Mann! Weißt du was? Ich baue mich jetzt hoch, Alter. Komm her, Mann! Ich werde dich kriegen! Wow! Wie hoch habe ich mich gerade gebaut? Sim Lucky, wie schnell warst du denn bitte sehr? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der Enderdrache kommt gleich wieder in die Mitte, oder? Okay, das letzte Bett wird jetzt platziert von mir. Okay. Warte mal, wo ist der? Kann es sein, dass der mich attackieren will? Keine Ahnung, aber... Oh, der hat hier irgendwelche Lieder. Oh, der kommt in die Mitte, okay. Okay, ich explodiere die Betten auf 3. Hör mal, ich teleportiere mich so jemand kurz. Und zack, let's go, gemacht. Go! Alter, ich bin doch fast aufgegangen. Ja, wir besiegen, komm schon. Freunde, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich bin Okri. Ich bin Okri. Nein, du bist Sim Lucky. Ich bin Sim Lucky. Und zusammen sind wir Sim Okri, Freunde. Und ich würde sagen, falls euch das gefallen hat, lasst ein Like da, Abo und aktiviert die Glocke. Das ist ganz, ganz wichtig. Aktiviert die Glocke, kauft euch gerne Mitglied, falls ihr genug Geld habt. Und Leute, ich würde sagen, drückt auf die nächste Folge. Schnell, schnell, schnell.